Hallo ihr Lieben, heute möchte ich ein besonderes Video machen, um aufzurütteln, was es im Internet alles geben kann und passieren kann. Und zwar geht es um den Mann namens Drachenlord. Und sein realer Name ist natürlich ein anderer, aber es ist absolut katastrophal und furchtbar schlimm, was diesem armen Mann aus Nürnberg für Hass im Internet entgegenschlägt, obwohl er niemandem was tut und absolut harmlos. Und eher traurig auf mich wirkt. Es gibt nicht zu jung, sondern nur zu eng. Alles andere als Hass verdient hat. Banner mit AI, ganz wichtig. Und speziell Männer im Internet haben nichts anderes im Sinn, als diesen armen Mann fertig zu machen, weil er anders aussieht, weil er anders denkt, weil er es vielleicht teilweise gar nicht mitbekommt, was man ihm antut. Das glaube ich dir gerne. Die sich darüber lustig machen, die ihn verspotten und selber da Anerkennung haben wollen. Die, die am meisten Anerkennung haben wollen, machen ihn auch am meisten fertig. Ich verstehe einfach nicht, warum der Lügenlord so gehasst wird. Er hat doch überhaupt keinen Hass verdient. Der ist doch nur etwas übergewichtig und das war's. Und ansonsten hat er niemandem was getan. Jetzt mal abgesehen von den Gerichtsverhandlungen und den ganzen Beleidigungen und den ganzen Lügen, die er ständig bringt, nach wie vor und die ganzen Betrügereien, die er immer macht. Lass den Typen in Ruhe! Lass den in Ruhe! Das ist mein Ernst! So Leute, in etwa 4-5 Minuten geht ein Stream auf Kick los. Wenn ihr den Link sucht, einfach auf meinem Kanal, da ist der Link. Schön im Linktree. Verbaut. Viel Spaß und ich freue mich, euch nachher im Stream zu sehen. Hast du mir wirklich nichts zu sagen? Warum vergisst du schnell. Ich hab die Zeichen übersehen. Ich war blind, ich ging durch eine andere Welt. Patrick, ganz traurig! Sorry, Leute. Ich will einfach nur sorry sagen. Leider kein GTA. Hier. Genau. Die Rudi-Tapes habe ich vernichtet. Das sage ich immer für die Hater, weil ich habe mir die mittlerweile auf meinen Rechner gezogen, habe mir extra das System dafür geholt und dann habe ich mir die auf meinen Rechner gezogen und da sind die jetzt drauf gesaved. Das heißt, da sollten die erstmal sicher sein und den Rest von den Kassetten und so weiter habe ich gelöscht, zerbrochen und vernichtet. Das war sowieso schon ein Anliegen, was ich schon lange vorhatte. Aber das sieht man eh nicht mehr viel. Ja, mein Tag war eigentlich relativ langweilig. Ich bin aufgestanden, war duschen, war kacken, war masturbieren, war 2-3 Mal pullern und jetzt gehe ich ins Bett. Tschüss. Halt dein Maul! Du hast dir nichts zu melden, auch wenn du es nicht hören willst! Ich bin hier der Graf und nicht du! I'm supposed to be the fastest, but I was too slow to save my buddy. Das glaube ich dir gerne. So Leute, Forza ist fertig runtergeladen. In Russland wollen sie jetzt was gegen Hater bzw. gegen Schwule machen. Der provoziert mich doch jetzt absichtlich, Alter. Junge, wenn du es irgendwo anders stellst, zeig ich dich an, du blöder Spasti, Alter! Die MWO sieht alles. Metal, Leute. Hey, kommt da. Ja, ich hab meinen Namen gehört. Ich sollte noch was vom Drachenlord ausrichten. Love.